So Leute, da sind wir auch wieder bei Super Mario Galaxy. Ich war jetzt kurz davor Paper Mario, dann habe ich nochmal überlegt, dann wollte ich sagen New Super Mario Bros. U und jetzt habe ich aber das richtige Wort gefunden und Mario pennt bitte nicht nochmal ein. Wir haben nur noch 3 Sterne zu erledigen, danach können wir tatsächlich, ja, zu Bowser. Ins Zentrum des Universums, auch wenn ich mich ehrlich gesagt frage, wo liegt das Zentrum des Universums, wenn das Universum unendlich ist. Aber naja, wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass das alles nur, ne? Dass das alles nur Spekulierungen sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kenne mich da mit Astrophysik auch nicht so wirklich aus. Auf jeden Fall habe ich, das wollte ich nochmal kurz sagen, im letzten Part haben wir nämlich eine Nachricht gekriegt, dass wir eine neue Galaxie entdeckt haben, und zwar hier im Maschinenraum. Gucken wir uns mal an, welche das ist. Schädelhai. Nee. 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 Ernsthaft? Nee. Ich bin gerade irgendwie überlegen, machen wir hier eventuell nochmal irgendwas? Reifenozean, Spielzeugschachtel, Herbstwald. Ich wollte euch ja eigentlich mal das Kanonendings zeigen, hier die Kanonenflottengalaxie, und das mache ich jetzt auch. Ich halte mein Wort. Einigermaßen. Manchmal. Okay, selten. Gebe ich zu. Aber ich versuch's zumindest. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nochmal zum Loft, damit wir zur Kanonenflottengalaxie kommen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir ja in diesem Part sogar die drei Sterne, so dass wir im nächsten Part dann das Finale haben. Wer weiß, wer weiß. Irgendwie stimmt's mich ja schon traurig, aber ich 100% nein. Sorry, ich kann mich dazu selber irgendwie nicht überreden. Ich kann mich auch nicht überreden lassen. So viel will ich schon mal sagen. Aber naja, zumindest haben wir das Spiel dann schon mal, ne? Vielleicht dann in Super Mario Galaxy 2, auch wenn ich das bezweifle, 100%. Nein, nein, allein wegen der letzten Galaxie. Nein! In Super Mario Galaxy 2, die letzte Galaxie, die ist nämlich doch schon ziemlich heftig. Kanonenflottengalaxie, Strahl, Strahl, Strahl. Okay, dann machen wir halt Strahl, Strahl, Strahl. Was war denn das? Ach ja, Strahlen. Ah, Radioaktivität hier, ne? Naja, versuchen wir es einfach mal. Oh nein, genau im Zentrum. Bam. Okay, gehen wir einfach raus, einmal rum. Mal gucken, was hier so ist. Ich kann mich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht mehr hier dran erinnern, irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das was mit dem komischen Stamm dieser Beku-Männer, oder wie die heißen. Diese komischen Kreisel, ne? Die haben ja irgendeinen speziellen Namen. Aber, ich schätze mal, das hat irgendwie damit zu tun. Im Endeffekt sieht das eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, aus wie so ein, aua, riesiges Raumschiff, ne? Also wirklich riesig. Naja, Todesstern kommt da noch nicht, also, das Raumschiff kommt noch nicht an den Todesstern ran, aber, oder? Ich weiß es gar nicht. Groß ist es auf jeden Fall. Naja. Ich weiß ja gar nicht, wie groß ist denn der Todesstern? Ich glaube, 44 Kilometer Durchmesser, ne? Naja, gucken wir einfach mal. Hier so ein bisschen Sternteile sammeln. Die sind alle pink. Lila. Finde ich aber schön. So, im Endeffekt haben wir hier jetzt schon wieder 2D-Action. Also wie gesagt, ich kann mich wirklich gar nicht mehr an das Level erinnern irgendwie. Aber ich habe es schon mal gemacht. Also, ne? Sonst hätte ich ja nicht einen 100% Spielstand. So, hier werde ich nicht zerquetscht. Hier muss ich Wandsprung machen, wa? Jo. Gut, hier gibt es auch schon einen Maxi-Pilz. Nehmen wir einfach mal mit, den könnten wir ja höchstwahrscheinlich gebrauchen. Wenn er hier schon liegt. Ach, da oben müssen wir hin. So sieht das zumindest aus, ne? Hier sollten wir aufpassen. Hier können wir nämlich zerquetscht werden, wie es aussieht. Oh, oh. Böse, böse. Gut, ich sehe schon, wir müssen die Gravitation ändern. Ah, ja. Okay. Dann sind wir Matsch. Ja, okay, das nächste Mal mache ich das ein bisschen schneller, gebe ich zu. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Mein Gott, mein Gott. Gut, diesmal schaffen wir es irgendwie. Den Maxi-Pilz würde ich trotzdem gerne mitnehmen. So, wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann können wir den sogar kriegen und gleich und dann noch rüberspringen. Oh nein! Nee, können wir nicht. Aber zumindest werden wir hier nicht zerquetscht. Also noch nicht. So, schnell hier rüber. Und die fahren jetzt alle runter. Und dann kann ich schnellstmöglich hier rüber. So, Gravitation ändern. Oh Gott.
Okay, das wird kompliziert. Gebe ich zu. Nicht zerquetscht zu werden ist hier nämlich ziemlich schwer. Okay. Einfach mal versuchen. Da der jetzt hochkommt, machen wir den hier. Nächsten. Und hier rüber. Perfekt. So, hier jetzt nicht erschossen werden, wenn es geht. Und da nicht zerquetscht. Oh Gott. Die sind doch nur darauf aus, mich zu töten, oder? Oh ja. Schnell hier hoch. Oder auch nicht. Oh Gott. Okay, ich dachte jetzt, wir werden schon wieder zerquetscht. Das wäre nicht so toll gewesen. Hoch. Wow. Knappes Ding, gebe ich zu. Gebe ich zu. Aber wir haben es geschafft. Hui. Langsam zur Röhre gleiten. Alter. Doch schwerer, als ich dachte, gebe ich zu. Na gut. Was ist das denn jetzt? Sage ich doch, das hat was mit den Kreiseln zu tun. Stirb. Oder lass mich erstmal rüber. Und dann ist hier wieder so einer. Mit so einer Sprungfeder. Das finde ich aber toll. Und so kommen wir dann hier hoch, mehr oder weniger. Bitte? Danke. Ach, die Teile fallen runter. Das heißt, fallen wir jetzt runter, sind wir Matsch. Matsch. Sind wir tot. Das ist natürlich nicht so pralle. So, schnell hier hoch. Sag mal, ich bin zu blöd dafür, wa? Mein Gott. So. Ich krieg's echt nicht geschissen. Versuche ich es mal auf meine... Ah, das bringt nichts. Ich bin tot. Okay. Ich bin zu schlecht für dieses Level. Okay. Just try it again. So. Du lässt mich jetzt hoch. Danke. Du auch. Ah, ich wollte dich doch nicht töten. Ah, zum Glück kommen die wieder. Gut, also müssen wir sie im Endeffekt ein bisschen näher an uns ranbringen. Und dann hier. Ganz einfach hoch. Ha, ganz einfach, ne? Ah. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht zu häufig treffen, sonst sind wir weg. Ey, ich krieg's echt nicht geschissen. Ich bin zu schlecht. Ich wollte dich doch nicht töten. Aber ich kann hier auch keinen Wandsprung machen. Das ist ja das Problem. Sonst würde ich ja mit dem Wandsprung da hoch. Aber nö, nö, nö. Darf ich ja nicht. So, vielleicht klappt's. Okay, das gebe ich zu. Das tat weh. Danke. Danke. Bob-Omb gibt's hier nicht. Wie soll man das dann hochkriegen? Kaputt kriegen da, dieses Glaskastenteil. Und hier muss man einen Wandsprung richtig machen. Jo. Wow. Ah, ich verstehe schon, wo man den Bob-Omb herkriegt. Okay. Das ist jetzt sozusagen semi-blind. Oder blind. Natürlich passiert so etwas nur, wenn Mario da ist. Ansonsten würde so etwas natürlich nie passieren. Oh Mann. Diese Strahlen tun übrigens weh. Und den kann man auch bescheiden ausweichen. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, einen Schalter aktivieren oder so, ne? Da war doch irgendwas. Verarscht mich nicht, ich weiß es doch. Irgendwie war da was. Irgendwann. Also, wenn ich das Level das letzte Mal gespielt habe, das ist bestimmt schon Jahre her. Ja gut, da hinten habe ich einen Glaskasten gesehen. Versuche ich einfach mal da mit einem Bob-Omb das... Ach ja. Mit einem Bob-Omb vor allem, ne? Mit einem Kugel-Willi meinte ich natürlich. Gut, ich bin zu schlecht für sowas. Oder ich nehme einfach den hier. Na komm, bring den Gumba um. Nee, tut er nicht. Gut. Bums. Und jetzt? Ah, jetzt kommt Wasser auf die Planet. Und Strahlen. Danke. Aber alle Gegner sind dafür hin. Ah, ist das fein. Gut. Im Endeffekt müssen wir jetzt auf diesen Strahlenplattform hier weil. Oh Gott, alle Gegner sind. Wieso springe ich denn ins Wasser? Wieso springe ich ins Wasser? Ich verstehe es nicht. Ich bin zu blöd für so etwas. Gut, gehe ich einfach den Weg hier. Da oben hin müssen wir. Ich glaube, ich habe gerade den Weg versaut. Sag mir nicht, das ist jetzt. Das ist nur für. Nee, hier gibt's. Das sehe ich ehrlich zum ersten Mal. Was soll denn das sein? Eine Inkarnation von einem Koopa oder was? Sah geil aus. Du stirbst. Und jetzt müssen wir einfach nur hier ein bisschen warten. So. Oh Gott, oh Gott. Nee, ich kann mich ernsthaft so gut wie gar nicht mehr an dieses Level erinnern. Das ist komisch. Ja. Draufspringen während der Feuerspalt, das ist immer gut. Und wenn es geht, jetzt nicht von einem Laserstrahl treffen lassen.
Oder einfach die Münze nehmen und einen Lebenspunkt wieder auffrischen, ne? Das geht natürlich auch. So, jetzt hier drauf. Und jetzt dürfte eigentlich alles in Ordnung sein. Das Leben, das lasse ich jetzt mal liegen. Ich hoffe mal nicht, dass ich es gebrauchen werde, oh Gott. So. Und den Stern haben wir. Okay, ich gebe zu, das Level war schwerer, als ich dachte. Wir haben 10 Minuten dafür gebraucht. Holla, holla. Was ist schon mal was? Gut. Im Endeffekt habe ich jetzt das Gefühl, mache ich einfach mal das, wovor ich mich eigentlich drücken wollte. Wir gehen jetzt in die mysteriöse Kreisgalaxie. Noch ein neues Kapitel fürs Bilderbuch. Wir speichern. Habe ich überhaupt die Aufnahme am Laufen? Ja, habe ich. Gut, würde ich sagen, machen wir mysteriöser Kreis, ne? Nein, den Risikokometen mache ich nicht. Nö, weigere ich mich. Der ist nämlich schwer. Sehr schwer. Und ich weiß, ihr würdet es am liebsten sehen, wie ich da verkacke, aber nö. Der Weg durch den Superraum. Okay, ich habe da gerade Sperrraum gelesen, aber was soll's. Das meine ich übrigens mit diesen komischen Tropfen. Das habe ich aber, glaube ich, vor 2 Parts oder so gesagt. Als wir die Galaxie entdeckt haben. Na gut, machen wir uns mal auf. Vielleicht klappt's ja. Finde ich übrigens auch nicht gerade leicht, dieses Level hier. Weil, wie gesagt, verlassen wir diesen Kreis, sind wir weg. Oh nein! Ja, das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken, ne? Ah ja, okay. Nächster Versuch. Einfach nicht so überstürzt. So, Tropfen. Tropfen da auf die Tropfen. Oder irgendwo. Die kommen ja irgendwo einfach auf. Und dann sind sie da. Gut, im Endeffekt kann man... Okay. Das war jetzt übrigens nur sozusagen das Intro von dem Level. Jetzt geht's nämlich richtig los. Und ich weiß, hier werde ich mehrere Male verkacken. So, wir müssen nämlich hier Wandsprung machen. Ein Fehler und wir fallen runter, ne? Und jetzt sind diese Räume hier... Danke. Ah! Okay. Das ist, kompliziert, ne? Man muss mit diesem Kreis gehen, ansonsten stirbt man. Wo kommt denn der Karmic auf einmal her? Der trifft auch noch, wetten? Fast. War knapp davor. Alter, was war denn das jetzt? Schnell hier rüber. Danke. Alter, so. Das war jetzt nur, damit er endlich mal weg ist, weil der hat mich genervt. Okay, auf zu Stage 3. Jo, jetzt kommt's. Das fand ich übelst schwer. Oh, das ist richtig... Ja, schwer, wie soll man das sagen? Jetzt geht nämlich dieser Kreis hier hoch. Und wir müssen mit der Feder, was schon ziemlich schwer ist, mit der Feder überhaupt umzugehen, finde ich. Ist halt meine Meinung dazu, ne? Müssen wir nämlich jetzt den Parcours bestreiten und wenn es geht, im Kreis bleiben. Ansonsten sind wir weg. Habt ihr ja vorhin schon gesehen, ne? Habe ich ja perfekt demonstriert. Wie gesagt, das war nur Demonstrationszweck. Das war nicht, weil ich das irgendwie aus Versehen passiert ist, ne? Ja, man merkt schon, ich will mich rausreden. Ach, was soll's, ich gebe zu, ich habe verkackt. So, jetzt ist die Frage, wo... Hier kann ich hoch. Und hier kommt jetzt so eine... Jo, so eine Wippe. Würde ich fast sagen, Wippe? Ja, doch, könnte man als Wippe bezeichnen, ne? Schaukel, Schaukel, das ist das richtige Wort. Wie komme ich jetzt? Acha. Acha, ja, Acha. Auf jeden Fall Acha. Was ist denn Acha für ein Wort? Acha. Einmal hochspringen bitte, Mario. Danke. So, jetzt ein paar Sternteile einkassieren. Aber wo es jetzt weitergeht, habe ich keine Ahnung. Ich sehe es auch gleich erst da. Wow, gerade so erreicht die Plattform. Ich habe das Gefühl, hier kommt nochmal so eine Schaukel, ja? Die wollen mich an alle nur töten. Nee, hier muss man perfekt zielen. Hoch hier. Ach nee, da war wirklich eine Schaukel. Okay. Oh nein, jetzt kommt das Labyrinth. Oh Mann. Auch nicht gerade einfach, bin ich ehrlich. Hier muss man nämlich aufpassen, dass man nicht eine Sackgasse erwischt, so wie ich gerade. Schon wieder. Mein Gott. Ach nee, hätte ich einfach rüberspringen. Es ist recht kompliziert, ne? Weil sich der Weg auch erst nach einer Zeit aufbaut und der andere Weg dann schon verschwindet, wenn der aufgebaut wird.
Deswegen finde ich das Level doch schon recht fies. Will ich nur mal so andeuten, ne? Oh nein! Stirb, danke. Da hinten ist schon der Stern. Das sieht man an diesem schönen Funkeln. Ja. So, und jetzt geht's richtig los, wa? Ja, ja. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist. Oder wurde ich schon wieder... Ich wurde verarscht. Wow, vom Kapitalismus. Weil da war eine Münze und so, ne? Okay. Schnell hier rüber. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Das ist doch schon recht kompliziert. Ja, kompliziert. Nicht kompliziert, sondern kompliziert. Kamek, geh einfach sterben. So, und da ist der Stern unser. Zum Glück. Das heißt, wir haben noch einen Stern zu holen. Das heißt, der nächste Part könnte schon sozusagen das Finale sein. Oh oh. Wunderbar. Galaxie komplett. Ist das nicht toll? So, ein paar Sternteile noch dazu gekriegt. Speichern tut man natürlich auch. Und dann würde ich hier und jetzt den Part beenden und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, Orange LP. Bye.